Susul, hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. So, unsere Sims schlafen gerade alle, nur Lotte und Milo sind noch wach. Ja, mit Milo müssten wir heute mal zum Tierarzt, ne? Milo geht's ja nicht ganz so gut, mal wieder. Oha. Stinkbombe, oh Gott. Oh nein, und er kotzt hier noch die Bude voll. Auf den Teppich, ja, danke schön. Wer ruft hier an? Na. Och nee. Kannst du mal gerade aufstehen und das aufwischen, bitte? Oha. Ist ja alles sauig. Und braucht Vergnügen. Das Spaßbedürfnis ist niedrig. Ja, tatsächlich. Ih, lauter nicht durch. Sie stellt sich mal mit dem Fuß aufs Tablet. Ja, mach ruhig. Oh Mann. Wir könnten hier rein theoretisch... Wie kann sie denn mit dem Bücherregal spielen? Komm mal wieder rauf. Das will ich jetzt mal wissen. Oh, der arme Milo. Oh nein. Der arme Kleine. Wir müssen auf jeden Fall gleich mit ihm in die Tierklinik. Ich glaube, wir gehen auch heute Abend jetzt noch. Was hat sie bitte durchs Fenster gerade zugeschaut? Oder wem? Outfit ändern. Zieh dir mal was an. Und dann bring Milo zur Tierklinik. Jetzt sofort. Das duldet keinen Aufschub mehr. Und du schimpf mal Muffin aus, weil sie dich aufgeweckt hat. So, also wir gehen jetzt mit Milo direkt zum Tierarzt. So geht das definitiv nicht mehr weiter. So, auf zum Brindleton Hospital. Faye ist sowieso gerade noch da. Aber das ist nicht gut hier. Das ist gar nicht gut. Ich meine, wenn unser Hund schon umkippt. Spätestens dann ist Vorsicht geboten. Oje, oje, oje. Düdeldü, düdüm. So. Wie sich Faye immer selber anmeldet. Diesmal ist Kitty hier irre. Können wir Milo auch selber gesund bekommen? So. Bin ich ja mal gespannt. Das Ding fährt los. Oh, hier, wir machen noch eine Krankengeschichte mit Milo. Milo beim Tierarzt. Ein Bild für Simstagram. Wünscht ihm alle gute Besserung. Oh mein Gott, er hat dadurch 111... Was hat sie ja für Hashtags genommen? Tod? Sie ist wütend, weil sie Hunger hat. Ah, um Sarah müssen wir uns also auch noch kümmern. Könnten sie sich eventuell um unseren Hund kümmern oder um irgendwen? Wen haben wir hier? Jonas Palm. Besitzer von Nova. Nova ist ja auch süß. Okay. Irgendwie geht's hier nicht vorwärts. Wenn wir ihn wecken vielleicht? Ja, jetzt ist Milo dran. Der ist ja auch hübsch.
Wow, der ist echt hübsch. Den könnten wir mal, mit dem können wir uns mal anfreunden. So, Milo, was hast du jetzt? Ein Sumpfmaul? Oh, Tanu. Also er scheint auf jeden Fall zu stinken, was mich aber bei dem grünen Schmodder, der ihm aus dem Maul rausläuft, nicht weiter wundert. Und weil Tiere generell eigentlich fast immer aus dem Maul stinken, wenn sie nicht die Zähne geputzt bekommen haben oder sowas. So, ach Gott, ja, mach die Basisbehandlung. Wir haben so viel Geld in der letzten Zeit für Milo ausgegeben, weil er permanent zum Tierarzt muss. Ich meine, wir müssen ihn ja heilen. Aber wenn ich jetzt jedes Mal 750 Simoleons ausgebe bei Milo, der wirklich alle paar Tage krank ist, das geht dann doch ganz schön ins Geld. Ja, natürlich bei einem echten Tier scheut man normalerweise auch keine Kosten und Mühen, damit es dem Tier gut geht. Aber ja, die Basisbehandlung ist ja eigentlich momentan auch schon immer ausreichend gewesen. So ist ja nicht, ne? Also ich denke doch, dass das ganz sinnig ist. Dumm, die dumm. So, Winton Beach House. Da könnten Sie mal gerade noch bitten, das Geschäft zu erledigen. Ist zwar gerade eigentlich ziemlich unwichtig, aber gut, machen wir jetzt einfach mal. Müssten wir hier auch mal aufwischen. Guck mal, das Ding müssen wir mal wieder füllen. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier rauf. Oh Gott. Ich bin verwirrt. Warum stehen denn hier alle schon auf? Ja, super. Kannst du bitte deinen Sohnemann mal darüber belehren, dass man sowas nicht macht? Erziehung? Streng? Nee, anschreien nicht. Anordnen, kein Chaos anzurichten. Ja, 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 die Windel muss auch noch gewechselt werden. So, dann müssen wir ihm aber auch noch sagen, dass er das Chaos wieder wegmachen soll, was er angerichtet hat. Jetzt haben wir ihn gar nicht. Warte mal. Beeinflussen, Chaos aufzuräumen. Das wird er ja jetzt wohl selber aufräumen müssen. Das machst du sauber. So, oh, Steven hat Level 6 der Fähigkeit Erziehung erreicht. Steven kann anderen Eltern jetzt ein besseres Gefühl vermitteln, wenn die Erziehung sich schwierig gestaltet. Wenn er sich um Babys kümmert, kann er jetzt sehen, was ein Baby braucht. Okay, das ist ganz cool eigentlich. Nee, geh erstmal noch schlafen. Du kannst dir gleich ein-, zweimal die Hände waschen und dich dann auch nochmal schlafen legen. Du kannst dich auch gleich wieder schlafen legen. Guck mal da. Und schon hast du ein bisschen was für Verantwortung gelernt. Seine Manieren sind ganz gut. Sein Verantwortungsbewusstsein und die emotionale Kontrolle lassen zu wünschen übrig. Was ist mit dem Tisch? Ist alles mit dem Tisch gut, Muffin? Wo haben die denn überall hingekotzt? Meine Güte. So, genau. Wie gesagt, wasch dir mal die Hände. Yeah. Nee, so will ich dich nicht neben Steven schicken. Der hat eben schon einen Rappel bekommen wegen der kleinen Sarah. Irgendwie bringt das Waschbecken nicht das meiste an. An Hygiene. Aber wenn die Hygiene schon mal wieder gelb ist, dann ist es ja nicht ganz so tragisch.
Das Klo ist im Eimer. Na supi. Da wir jetzt gerade nicht das meiste Geld haben, werden wir das aber auch nicht ersetzen. Das kann Steven vielleicht reparieren am Morgen. Reparieren. Steh mal auf und kümmere dich darum, dass das Klo wieder in Ordnung kommt. Wir haben kurz vor Aufstehzeit, da brauchen wir das gleich noch mehrfach. Montag. Echt, wir haben schon wieder Montag? Was zur Hölle? Es geht so schnell rum. Ja, müssen wir mal gucken, dass die, wie gesagt, auch mal noch besser wird. Ja, jetzt haben wir schon den 29. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich dieses Jahr noch ganz gern nach Sixam. Wenn ich so weitermache, wird das nichts. Oh, guckt euch das mal an. Wie wunderschön hier das Licht reinscheint. Ich werde so oft gefragt, wie machst du das mit den Lichteffekten und dass bei dir das Spiel so gut aussieht? Ich habe einfach alle Grafikeinstellungen auf Ultra gestellt und alles, was man an Special Effects haben kann, habe ich auch eingeschaltet. Das muss man so ein bisschen gucken, was der PC imstande ist zu leisten. Aber Sims hat ja jetzt nicht so die allerhöchsten Anforderungen. Aber das sind auf jeden Fall meine Einstellungen, dass ich eben alles auf Ultra habe. Hier müsste doch auch noch was zu essen drin sein, ne? Dein schlechter Caesar Salad. Ja, nimm dir mal was zum Frühstück. Oh, da joggt Fabi. Wer bist denn du? Rosie? Ist ja süß. Sie hat diese Schrumpelhaut. Sie hat kein Fell. Ist aber irgendwie auch süß. Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, dass ich mich für heute erstmal von euch verabschiede. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und oh, Fabi joggt jetzt richtig in entsprechenden Klamotten. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt und ja, nachher noch bei Faye. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!